Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2. Wir kommen dem Ende immer näher und ich habe mir jetzt gedacht, wir machen mal die ganzen Symbiontenbasen mal weg. Beziehungsweise clearen hier den Foto-Ops noch mit raus und clearen hier die Foto-Ops noch raus. Mal schauen, wie weit wir kommen. Aber da Peter effektiver ist gegen Symbionten als Miles mit seinem Anti-Venom, dann dachte ich mir, komm, wir machen die mal mit ihm und wir brauchen noch ein paar Heldenmarken. Dementsprechend hauen wir jetzt hier mal die Symbionten auf den Keks. Hier ist irgendwo eine goldene Truhe. Warte mal, die hole ich zuerst. Weil die seltenen Teile werden wir wahrscheinlich noch in guter Menge brauchen, schätze ich. Ja, da sind ja der ein oder andere Anzug noch zu holen damit und noch die ein oder andere Verbesserung für unsere Webshooter-Dinger da. Also, da fehlt ja auch nur noch eins. Da. Wenn das ein Nest ist, sehe ich lieber mal nach. Okay. Tief einatmen. Gut, dann mal los. Action. Bam. Na, nicht stecken bleiben. Okay, pass auf. Ulti-Time. Unglaublich. Reichen sie die maximale Stufe. Wenn wir hier mitten im Kampf. Aber haben wir. Noch eine Trophäe mehr. Jawohl. Na komm. Und klack. Ja. Immer ruhig bleiben jetzt. Collision. Oh, die verbreitet sich mittlerweile. Das ist ja cool. Guck mal. Kann ich die einfach wieder einsammeln? Hm. Weiß man nicht. Ja. Okay. Komm, dann hauen wir hier mal ein paar Attacken raus. Bam. Bam. Ja komm, und... Oh, da war der große Rote. Der böse, böse Rote. Ja. Na komm. Jawohl. Es hat funktioniert. Ja. Und 4 Stück. Ich glaube, das sollte sogar genug sein, um... Genau, das Abprallnetz am Ende aufzurüsten. Und das hier und das hier. Tada, bis zum Maximum erwirbt sämtliche Geräte-Updates. Gut, und jetzt fehlen uns nur noch Anzüge. Wir haben einen neuen freigeschaltet. Ah ja, okay, der umgekehrte von No Way Home. Ja, gut. Das war's. Also leider sehr viele MCU-Suits. Leider, leider, leider. Finde ich. So, was kann man freischalten? Der braucht Heldenmarken, der braucht Stadtmarken. Der Classic Suit, der hier, neues Blau. Und der hat Alternativen. Okay, gut. Der sieht ein bisschen aus wie der Standard. Ja, ja, okay. Okay. Kann man machen. Oh. Der klassische schwarze Anzug. Mit Variants. Ja, ein lila. Like it. Der neue Anti-Venom. Okay. Und, oh ja, der aus der Animated Series. Okay, ihr wisst, welcher Anzug in der nächsten Folge kommt. Gut, was haben wir noch? Wir haben hier noch den MCU Iron Spider. Wir haben den
No Way Home Spider, den anderen No Way Home Spider. So, dann brauchen wir hier Heldenmarken, Heldenmarken, den Raimi Suit. Das war's. So, wen habe ich jetzt angehabt? Den hier, ne? Ah, der hat sogar noch Variants. Lol. Okay. Schwarz-Weiß. Ne. Quasi inverted. Okay. Und in Orange. Warum auch immer in Orange? Ich verstehe es nicht. Gut, haben wir noch irgendwo Variants? Hier haben wir noch Variants. Hier haben wir noch Variants. Bei dem DLC-Suit haben wir Variants. Ist das neu? Okay, Peter ist soweit durch. Absolut Carnage-Anzug. Geil. Er hat so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit dem. Aber der sieht schon nice aus. Okay, aber ist immer noch nicht alles. Hier ist immer noch irgendeiner. Mit Story. Alle Mysterien und andere. Okay. Gut, was können wir bei Miles noch kaufen? Wir können kaufen den Bodega-Katzenanzug. Mit Variants. Okay, ja, gut. Den Forever-Anzug. Das ist irgendwie Black Panther. Okay. Ja. Naja, der gekaufte Suit, ja. Dann haben wir noch den Shield-Agentenanzug mit Variants. Der in Schwarz sieht eigentlich gar nicht mal so blöd aus. Beziehungsweise der Schwarz-Rote. Ja. Große Verantwortungs-Suit. Das ist der Standard-Suit. Oder der, der Anfangs-Suit aus Miles eigenem Spiel. Okay. Ja, schon Miles sein Stil. Okay. Ein Programmable Meta. Strike-Anzug, den finde ich krass. Der sieht zwar ein bisschen clunky aus, aber immerhin, der taugt schon. Okay. Gut, bei Miles haben wir noch ein paar und hier haben wir auch noch ein paar. Aber das ist das, was wir bis jetzt haben. Beziehungsweise da... Komm, machen wir so. Gut. Die nächste Aufgabe mit den Suits... Kommen wir auch langsam der Sache näher. Dann haben wir nicht mehr viel, ne? Nur noch die Suits kaufen und dann den Rest der Sachen. Dann haben wir alles. Wir sammeln hier EP wie die Blöden. Das ist 4 Levelaufstiege oder was? 5, 6, 7. Stufe 60, ja, das haben wir ja schon erlebt. Nochmal 2 Fertigkeitspunkte, die ich nicht einsetzen kann. Ja genau, das sind die 5, die ich vom DLC bekommen habe. Oder von der Deluxe Edition, besser gesagt. So. Hammer. 2 Stadtmarken am Start. Da fehlen mir nur noch 3, oder? Jo. Das ist schön. Da sind 2, da ist einer. Wunderbar. Und ab zum nächsten. Angehen und die Bälle auf den Asphalt aufschlagen. Kein Wunder, dass es als Spiel der Großstadt gilt. Ah, der Robby am Philosophieren hier. Ich flipp noch aus. Ja, jetzt lass mir das mal hier bekleben. So. Oh, das ist eins der letzten Nester, Peter. Alles gut. Nur noch 2 oder 3. Oh lol. The fuck? Du bist neu. Oder? Nee. Ey, yo. Wieso sind die auf einmal so stark? Bonusschuss. Hehehehe. Ja, komm mal rum.
Komm mal rum, du Freitags. Klack. Ja. Boom. Na komm. Dann so. Boah, also das neue Schallgerät-Ding ist ja mega krass. Also ich freue mich auch so ein bisschen auf den New Game Plus, wenn das mal reinkommt. Da mit voll ausgerüsteten Sachen das zu spielen. Boah. Da hätte ich Bock drauf. Auch auf Ultimativ. Boah. So wie es im ersten Spider-Man auch gewesen ist. Dass man nochmal das New Game Plus auf extrem schwer machen kann. So, noch 16 Sekunden. Weg von dem Ding. Ihr Bösewicht. Bam, bam. Ja, noch 4. Und tot. Sehr schön. Uff. Endlich. Und nochmal 4. So. Und jetzt können wir uns leisten das und das, ne? Was ist denn noch 2 Anzüge? Bei Peter? Jo, Peter ist durch. Das ist der Far From Home Suit und der Raimi Suit. Ja, ihr wisst, mit wem ich rumfahren werde. Eindeutig mit dem Raimi Suit. Gut, und bei Miles haben wir hier noch 2 Heldenmarken, 4 Heldenmarken, 6 Heldenmarken, 8 Heldenmarken. Okay, der braucht Stadtmarken. 10, 12, Alter. 15, 18. 18 Heldenmarken. Alter, warum so krass? Kriege ich überhaupt noch 18? Für den Distrikt kriege ich 2. Das sind 6. Das sind 10. 12. 14. Ah, und die Mysterio-Dinger. 16. 18. 20. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Alles klar. Dann mit dem Raimi Suit los geht's. Juhu. Einfach mit dem Anzug aufgewachsen, ne? Einfach nur nice. Gut. Das vorletzte, oder? Jo. Das vorletzte Nestchen. Na komm. Junge. Das wird jetzt laut. Okay, let's go. Kurz mal Anti-Venom aktivieren. Oh, da ist ein Riot. Komm mal rum, Kollege. Bam. Der Dicke auch? Nee. Der Dicke nicht. Lasher, geh weg. Oh, Junge. Jo, oh, das ist nochmal gut, ne? Bam! Raus da!
Vielleicht kommt einfach aus dem Boden. Agony, weg da. In die Bombe getrieben, Junge. Zusammenkommen, Jungs und Mädels. Ja. Klack, 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 klack. Aua. Ja. Nee, nee, nee. Finger weg. Boom. Finger weg, habe ich gesagt. Noch 10 Sekunden. Lasher. Alter, bist du noch hier, das Stück Dreck. Nee. Bam. Erledigt. Mit einem riesen Dank. Geschafft. So muss das laufen. Immer noch welche rumfliegen. Okay, gut. Und dann den letzten. Bin ich mal gespannt, ob da noch was passiert, wenn man alle gemacht hat. Schnellreisefähigkeit, jo, sehr schön. Mal irgendwas noch zu sehen bekommt, irgendwie einen Ausschnitt. Und ob das dann einfach quasi alles war. Das letzte war schon übel. Was sollen wir jetzt machen? Weiß nicht, halt einfach die Absperrung. Wieder zwei Herzen? Flipp nicht aus, Pete. Oh, vielleicht zwei. Okay. Zwei Herzen waren krass. Ja, Nummer 1. Und Nummer 2. Die Kontrolle, Pete. Okay. Das heißt, schön mit dich bleiben. Ja, zumindest versuchen. Na, ja, das war nix. Ah, ja, 2 Minuten. Krass. Ja, ich brauche hier ein bisschen mehr Power. Hier geblieben. Bam, bam, bam. Zerberstet den Jungen. Okay, 2 Minuten durchhalten. Bring mal hin, bring mal hin. Mit den neuen Schall-upgegradeten Dingern da, die sind krass. Hier geblieben. Bam. Irgendwie ist es falsch, den Raimi-Anzug so zu sehen. Weg da, habe ich gesagt. Ja. So. Da hinten ist noch ein bisschen Action. Das Gute ist, die waren hier voll mit dem Schall beschäftigt. Also die sind echt krass, diese kleinen Überbleibsel. Was ist mit dir hier? Wo willst du hin? Ja, da ist noch einer. Schmeißt er seine kleinen Bömmchen auf mich? Die sind noch fern. Achso, ne, da hinten. Okay, weg da, habe ich gesagt. Finger weg. Und boom. Ja. Einmal den hier. Noch 20 Sekunden. Jetzt verrecke. Oh Leute, da sind viele. Ja, komm, schieß. Bam. Und erledigt. Wundergeil.
Schädlingsbekämpfer. Schließe alle Symbionten Nest ab. Bitte. Das ist das letzte Nest. Es wird Zeit, King in Black Anzug freigeschaltet. Zeig an. Zeig an. Zeig an. King in Black Anzug. Oh, nice. Comic Accurate, Alter. Sogar mit Variants. Oh, sexuell, Alter. Anti-Venom, The Lasher, Carnage, Venom. Oh, shit, Alter. Richtig gut. Miles hat richtig nice Dinger hier. Okay, dann noch die zwei freischaltbaren. Da gibt es auch Variants. Kann ich mir aber nicht leisten. Alter, die sehen auch nicht schlecht aus, die Variants. Den Purpurnen oder... Okay, hier, komm. Das und... Jo, das war's. A New Universe. Belassen wir den erstmal. Ja, Miles schaut auch ganz gut aus. Gut, dann ja, machen wir noch die Foto-Ops zu Ende. Sollen wir einander am Tacho? Jo, passt. Mal Foto-Ops, Vögelchen, Foto-Ops, Foto-Ops. Dann haben wir diese Sachen erledigt und die letzte Marco. Dann bleiben nur noch Miles Mission. Dann sind wir mit Peter erstmal durch. Machen wir das so. Dann müssen wir nur noch mit Miles machen. Miles hat einfach viel zu viele geile Anzüge, Alter. So, was wollen wir hier fotografieren? Tennis. Alles klar. Motiv ist zu nah. So. Alles klar. Hammer. Spielen auf dem Dach. Jo. Wir können uns einen neuen Miles-Suit kaufen. Ne, wir können Variants kaufen, glaube ich. Wer hat Variants zu kaufen? Du. Boah, Alter, der Rote sieht aber auch sexuell krass aus, Junge. Die sehen echt krass aus. Der sieht mächtig böse aus. Okay. Da habe ich nicht genug Stadtmarken für. Okay. Auch Stadtmarken, Helden, Stadtmarken. Okay, kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja, wenn ich reich wäre, würde mir das Panorama auch gefallen. Ich hätte zwar auch Angst, dass ich die Bälle vom Dach spielen würde, aber sie können sich sicher leisten. Yep. Die kaufen sich aber neue Bälle. So einfach ist das. Aber Tennisbälle sind jetzt nicht so gravierend teures, dass sich das nur die Reichen erlauben können. Oh ja, das ist ein geiles Bild. Und let's go! Hoffentlich erfahre ich mit den Daten des Vogels, was hier los ist. Ja. Das ist das letzte Vögelchen, was wir haben. Die kommen wirklich nach ihrer Mutter. Ich bleib lieber weg davon. Was? Wer ist denn die Mutter? Au. Hoffentlich steht MJ auf Narben. Die Mama wird gleich echt sauer. So. Gehen wir mal weg. Gott. Na komm. Autsch. Nächstes Mal muss ich ausweichen. Ja, Pete, komm auf jetzt. Autsch. Das ist echt nicht so einfach. Sage ich jedes Mal, aber es ist wirklich so. Ja, 70%.
80. Komm schon, komm schon. Jetzt gönn. Ja. Und kaputt. Das war die letzte. Mitgefangen, mitgehangen. Was haben wir denn hier für ein Ding eigentlich? Satellitenrelay. Ein Relaisignal? Die Satelliten für die Drohnen durchkämen die Zieldaten wohl in einer Art Zentralknoten. Wenn ich den Relaispunkt hacken kann, ist die Position des Ziels vielleicht im Stream. Okay. Dann tun wir das. Dann lokalisieren wir den Typen. Den Typen, die Typen. Whatever, genau. Ist das bei Oscorp? Nee, aber fast. Aber fast. So. So hatte Kurven also in der ganzen Stadt Augen und Ohren? Komm schon. Das hat funktioniert. Ziel erfasst. Entsende Jäger zur Ecke 67. und Lexington. Oh nein. Habe ich die Jäger hingeführt? Ich muss schnell dahin, sonst... Geh zum Penthouse. Okay, wer ist die Zielperson? Das ist echt eine interessante Frage. Gebt mal eure Tipps ab. Wer könnte es sein? Jameson? Wobei, wieso Craven? Ja. Black Cats zu Hause? Aber die ist auch weg. Sie sind schon hier. Und schon tot. Bam. Komm mal drüber. Bam, bam. Na komm. Wir sind nur ein paar lahme Jäger. Ja, und du. Du bist der Nächste. Und bam. Und bam. 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 Ich sollte drin nachsehen. Ja, wie komme ich hier rein? Hallo, Tür? Du? Hä? Achso, ja klar, durch die Luke natürlich. Wieso auch nicht durch die Tür? Mit Hightech-Bewegungserkennung. Okay. Dieses Spiel ist gleich vorbei. So geht's nicht. Schachmatt. Ich werde da unten sterben, oder? Du nennst dich selber den großen Jäger. Doch dein
und abschätzig gegenüber den Meinen. Wo zur Hölle sind wir? Was zum... Ist das meine Maske? Moment. Ist das Chameleons Apartment? Haben wir den nicht längst hinter Gitter gebracht? Als ich aus Wolkograd floh. Chameleon? Cravens Drohne hat ihn bei der Verwandlung fotografiert. Ich wusste, dass mit Cravens Ziel was nicht stimmt. Die Bilder sind aber auch echt verstörend, Alter. Alter. Voll das Arsenal, Junge. Projekt Chameleon, 1985. Mhm. Baupläne und Jägerprotokolle? Chameleon hat also auch Craven überwacht. Was die wenigsten wissen ist... Datenbank für vermisste Personen. Sie reicht fast 20 Jahre zurück. Was hat Chameleon ihnen angetan? Dass Craven und Chameleon verwandt sind. Die Kinder waren gar nicht mehr alles. Und du wolltest nicht mal deinen Namen teilen. Ich hab dich geliebt. Und du mich gehasst. Schluss damit. Ich weigere mich, deine Beute zu sein. Alter. Oh, oh, oh. Da ist er. Keine Sorge, Bruder. Ich werde tun, was du nicht konntest. Chameleon. Chameleon sind Brüder? Dann muss er sich jetzt wohl keine Sorgen mehr machen. Ich halte die Augen offen, falls er zurückkommt. Das wird Yuri gar nicht gefallen. Datensammler. Okay. Ich habe nur Sachen zu bauen? Nee. Nee, habe ich nicht. Okay. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, reicht es hier für heute. Und dann machen wir vielleicht in der nächsten Folge sogar schon fertig. Mal gucken. Mal schauen, wie weit wir kommen. Bis dahin und ciao.